So, guten Morgen, meine Damen und Herren. Ich will nur ganz kurz nochmal auf zwei Punkte zu sprechen kommen vom letzten Mal. Sie erinnern sich, wir haben ein ausführliches Beispiel für vollständiges, mehrere ausführliche Beispiele für vollständige Induktion gehabt, um mal zu zeigen, wenn man das Ganze nicht wischiwaschi schreibt, sondern wirklich sämtliche Bestandteile einer vollständigen Induktion dann mal wirklich notiert, was dabei alles herauskommt. Ich hatte hier an dieser Stelle einen kleinen Fehler gemacht, der sehr lehrreich ist, den ich jetzt korrigiert habe. Hier stand vorher, jeder ungerichtete Baum hat mindestens zwei Blätter. Und der Beweis sah auch so aus, dass das durchaus so der Fall ist, nämlich ich nehme mir in einem Baum einen längsten Pfad her. Längster Pfad, da der Baum zügelfrei ist, ist dieser Pfad endlich. Ja, wir haben eine obere Schranke dafür, wie lang so ein Pfad sein kann. Und da das ein längster Pfad ist, kann ich ihn weder an einem Ende noch am anderen Ende jeweils verlängern. Und wenn ich es nicht verlängern kann, heißt es, dass da keine andere Kante aus den beiden Endknoten rausgeht, das heißt, es sind Blätter. Was ich aber bei der ersten Formulierung übersehen hatte, war der Grenzfall, dass der Baum nur einen Knoten hat. Wenn der Baum nur einen Knoten hat, hat er natürlich auch nur ein Blatt. Das heißt, wir haben nur einen Pfad, nämlich den Pfad, der diesen einen Knoten enthält und keine Blätter. Was soll er auch sonst enthalten? Und der hat zwei Endknoten, wenn man so will, die miteinander identisch sind. Ja, das ist ein typisches Beispiel, das werden wir, glaube ich, heute auch noch erleben. Ein wichtiger Punkt, wann immer Sie Software schreiben, zum Beispiel solche algorithmischen Dinge, sei es jetzt für die Klausur, in der Klausur oder in der Vorbereitung der Klausur, sei es, dass Sie vielleicht bei den Programmiertestdaten mitmachen müssen oder darüber hinaus. Achten Sie immer auf die kleinen Grenzfälle. Es gibt unendlich viel Software, die funktioniert, nur nicht im Grenzfall 0 oder 1 in diesem Fall. So, das heißt, ich habe das jetzt hier nachträglich korrigiert, dass jeder ungerichtete Baum mindestens ein Blatt hat und habe noch, der Beweis ist dann genauso geblieben, wobei ich hier ein paar kleine redaktionelle Fehler drin hatte. Klein t gleich müsste Groß t sein, habe ich bei der Gelegenheit auch korrigiert. Und habe noch eine Anmerkung dazu gefügt, wieso ich hier nicht hinschreibe, dass es mindestens zwei Blätter sind, wo wir doch zwei Endknoten des Pfades haben. Eben in dem Fall, dass dieser Pfad trivial ist, dass er nur aus einem Knoten besteht. Das wollte ich hier nachtragen. Ein zweiter Punkt, den ich nachtragen wollte, war das letzte ausführliche Beispiel für vollständige Induktion. Alle Murmeln sind gleichfarbig. Offensichtlich kann dieser Satz, dass alle Murmeln auf der Welt dieselbe Farbe haben, natürlich nicht stimmen. Und wenn der Satz nicht stimmt, dann kann auch der mathematische Beweis dieses Satzes nicht stimmen. Sonst hätten wir ein Problem mit der Mathematik, dass sie etwas korrekt beweist, was einfach nicht stimmen kann. Wo ist der Fehler? Gut, die Induktionsbehauptung, dass aus der Induktionsbehauptung der Satz folgt, das ist, denke ich, offensichtlich. Das kann nicht falsch sein. Induktionsparameter kann nicht falsch sein. Dann ist es eine Setzung. Setzungen sind nie falsch, sondern geeignet oder ungeeignet. Induktionsanfang kann auch nicht falsch sein. Bei einelementigen Murmelmengen haben wir offensichtlich diese Eigenschaft, dass alle Murmeln gleiche Farbe haben. Induktionsvoraussetzung ist auch etwas, was nicht falsch sein kann, denn es ist ja einfach nur die Formulierung der Induktionsbehauptung für den Fall von kleineren Werten des Induktionsparameters. Das kann gar nicht falsch sein, wenn wir da keinen redaktionellen Fehler gemacht haben. Also, was bleibt übrig? Der Induktionsschritt muss falsch sein. Was ist an dieser Stelle falsch? Dieser Punkt ist falsch,
Der ist aber nicht immer falsch, sondern nur in einer ganz speziellen Situation wieder ein Grenzfall. Das kann x gleich y, das die beiden, also was war nochmal die Idee? Wir nehmen uns eine Menge her von Murmeln, die mindestens, also die mehr als eine Murmel enthalten, denn einelementige Murmelmengen, das wurde ja gerade mit dem Induktionsanfang abgehandelt. So, wenn wir also mehr als eine Murmel haben, dann können wir eine Murmel N1 rausnehmen, Induktionsvoraussetzung anwenden, bekommen eine Farbe X und stattdessen wieder M1 rein, eine andere Murmel, es gibt eine andere Murmel, weil wir ja genug Kardinalität drin haben, andere Murmel rausnehmen, wir bekommen eine Farbe Y und ich hatte das im Bild letztes Mal so schön suggestiv schraffiert, dass ich Ihnen suggeriert habe, beide Farben müssen gleich sein, weil die Murmeln, die nicht M1 sind und nicht M2 sind, die anderen Murmeln in der Menge, die müssen dann beide Farben haben. Der Schritt dieser Argumentation, die ich da Ihnen da so suggestiv untergeschoben habe, ein Bild lügt mehr als 1000 Worte, die ist korrekt, diese Argumentation ist korrekt, außer dem Fall, dass die Murmelmenge gerade zwei Murmeln enthält. Dann gibt es nur M1 und M2 und es gibt keine weiteren Murmeln in der Murmelmenge, die sowohl die Farbe X als auch die Farbe Y haben müssten. Der entscheidende Punkt ist der: In diesem Fall konnte ich Ihnen natürlich keinen unzutreffenden Satz, keine unzutreffende Behauptung unterjubeln. Alle Murmeln auf der Welt haben dieselbe Farbe. Das ist so offensichtlich falsch, dass ich Sie nicht davon überzeugen kann, dass das richtig ist. Aber stellen Sie sich andere Situationen vor, wo Sie in der Mathematik oder hier in der AOD, wo das nicht so offensichtlich ist, dass da gar irgendwas nicht stimmen kann. Und dann überlegen Sie sich, hätten Sie das tatsächlich sich überzeugen lassen von diesem falschen Beweis oder hätten Sie gesehen, dass an dem Beweis irgendwas falsch sein muss? Auch hier wieder wie eben im Beispiel Grenzfall. Ja? Es ist immer sinnvoll, wenn Sie eine vollständige Induktion haben, dass Sie oft mal den ersten Induktionsschritt betrachten. Also Induktionsparameter beim Induktionsanfang Wert 1. Also schauen Sie einfach nochmal, ob der Schritt von N1 nach 2 auch valide ist. Manchmal gibt es so Situationen, wo man zwischen gradzahlig und ungradzahlig unterscheiden muss, beispielsweise, werden wir auch gleich sehen. Dann ist es sehr, sehr sinnvoll, dass Sie nicht einfach nur den ersten Induktionsschritt, sondern auch den zweiten betrachten. Denn wenn es Unterscheidungen bei Grad und im Beweis zwischen gradzahlig und ungradzahlig gibt, dann kann immer noch der Schritt von 1 nach 2 richtig sein und trotzdem der Schritt von 2 nach 3 falsch. Ja, also grundsätzlich fürs Leben, fürs Berufsleben, achten Sie immer auf die Grenzfälle, denken Sie die Grenzfälle immer mit. So, mehr wollte ich an dieser Stelle jetzt nicht sagen zu dem, was wir beim letzten Mal betrachtet haben zum Thema vollständige Induktion, es sei denn, Sie möchten dazu noch etwas. Gut. Wir haben beim letzten Mal mit uns diesen Code, dieses Stück Code angeschaut. Ist das groß genug oder soll ich die Schrift noch vergrößern? Ist groß genug, wenn ich das richtig interpretiere, die Reaktion. Wir haben dieses Stück Code verwendet, um mal beispielhaft alles Mögliche auszufüllen, was mit Spezifikation zu tun hat und mit Korrektheit. Das habe ich jetzt noch ein bisschen überarbeitet. Das werde ich so bald wie möglich dann auch in Moodle hochladen, damit Sie das dann vor Augen haben. Also was ich vor allem gemacht habe, dann war, ich habe keine große Überarbeitung gemacht, sondern ich habe die Kommentare, Sie erinnern sich,
riesige Kommentare, was jeweils in den Rubriken zu schreiben sein sollte, worauf man achten sollte. Und darunter hatte ich beim letzten Mal immer konkret, was auf diese Methode bezogen, etwas geschrieben. Das habe ich auseinandergefiddelt, einmal nur mit Kommentaren und einmal nur mit dem, was hier, was wir hier für diese Methode hatten. Nochmal zur Erinnerung, also Sie sehen, wenn wir hier runterschauen, dass wir uns noch ein paar Varianten davon ansehen, zur Illustration. Diese Methode hat einen hoffentlich sprechenden Namen. Wir wollen das zweitgrößte Wert, den zweitgrößten Wert haben auf geraden Positionen. Even, das englische Wort heißt gerade, im Sinne von gradzahlig, unter anderem in diesem Sinne. Wir bekommen ein Array hinein und was wir zurückgeben wollen, ist der zweitgrößte Wert auf den Positionen 0, 2, 4, 6, 8 und so weiter. Wir haben auch festgestellt, beim letzten Mal schon, auch hier wieder auf Grenzfälle achten. Was ist hier der Grenzfall, der Sonderfall? Der Sonderfall hier ist, dass es keinen zweitgrößten Wert gibt in diesem Array, sondern dass alle Werte in diesem Array identisch sind. Wir haben noch im Prinzip immer einen anderen Sonderfall, nämlich dass dieses Array, diese Variable, dieser Parameter den Wert 0 hat. Den hatten wir in der Spezifikation des Inputs aber explizit ausgeschlossen. Und wenn wir in der Spezifikation des Inputs explizit ausschließen, dass das Array 0 den Wert 0 haben kann, also dass da gar kein Array ist, dann müssen wir uns im Code und im Korrektheitsbeweis des Codes nicht darum kümmern. Das ist der eine Grenzfall, den wir hier eigentlich hätten noch, um den wir uns nicht kümmern. Der andere Grenzfall, um den wir uns kümmern müssen, weil wir diesen Fall nicht ausgeschlossen haben in der Spezifikation. Der Fall, dass alle Werte, alle Komponenten auf geraden Indizes im Array gleichen Wert haben. In dem Fall haben wir dann gesagt, dass am Ende minus unendlich in Form von vom kleinstmöglichen Wert des Datentyps, des Komponententyps dann herausbekommen. Da haben wir das war ein schönes Beispiel, dass wir uns erst überlegt haben, Moment, irgendwas kann nicht stimmen und dann haben wir in den Code hineingeschaut, ach ja, das kommt raus, das ist sinnvoll, dass das rauskommt, packen wir in die Spezifikation des Outputs hinein. Ist natürlich etwas, was derjenige zu leisten hat, der diesen Code geschrieben hat. Ja? Derjenige, der eben reingucken kann in den Quelltext und der diesen Service auch für den Nutzer dieser Methode dann auch erbringen muss. Sonst ist es nicht klar, was in so einem Fall passiert. So, wir haben auch gesehen, was da passiert. Wir gehen einfach alle gradzahligen Indizes durch von 0. Damit gehen wir 0, 2, 4 und so weiter durch und wie immer brechen wir rechtzeitig ab, bevor wir über den Indexbereich des Arrays hinausgehen und müssen dann nur noch gucken, dass wir hier jeweils das Richtige machen. Das hatten wir beim letzten Mal intensiv betrachtet, nur ganz kurz. Wenn wir einen Wert uns anschauen jetzt, der größer als der bisher größte gesehene Wert ist, dann müssen wir beides, der zweitgrößte Wert und den größten Wert updaten. Und wenn wir einen Wert finden, der zwar größer als der zweitgrößte bisher gefundene Wert ist, aber nicht größer als der größte bisher gefundene Wert ist, dann müssen wir nun den zweitgrößten Wert updaten und in allen anderen Fällen müssen wir nichts machen. Deshalb gibt es hier keine weiteren Else-Verzweigungen. Apropos Else-Verzweigungen, ich höre immer wieder von Studierenden, nicht nur im zweiten Fachsemester, auch in höheren, so Begriffe wie If-Schleife. Das ist natürlich unkorrekt und würde gegebenenfalls müssen Sie damit rechnen, dass das zu Punktabzug führt, solche unkorrekten Formulierungen. So, eine zweite Variante. Was habe ich hier gemacht? Hier gehe ich mit i alle gradzahligen Werte durch, von 0 immer 2 aufsteigend. Hier habe ich mir überlegt, i kann doch die Werte einfach
aufeinanderfolgende Werte durchgehen und anstelle von i steht dann, habe ich überall 2e hingeschrieben. Ja, überall vorher i stand, habe ich 2e hingeschrieben. Das ist die Stelle und hier unten noch 3 Stellen. Und da muss ich natürlich darauf achten, dass ich nicht mehr bis zum Ende des Arrays durchgehe, so wie hier, sondern da ich das i ja immer verdopple, muss ich dann die Grenze halbieren. Und ich fürchte, ich habe da einen Fehler eingebaut. Ja, schönes einfaches Beispiel, wie man ganz schnell mit ein wenig zu undifferenziertem Denken da einen Fehler einbaut, der ein bisschen versteckt ist im Code und auch nicht bei jedem Durchlauf durch die Methode tatsächlich auftritt. Haben Sie eine Idee? Was habe ich hier? Also ist doch eine ganz natürliche, logische Sache, nicht? Ich verdopple die i-Werte und muss den Bereich, durch den das i durchläuft, dann eben entsprechend halbieren. Eine Sache, die man genauso, wie ich das gemacht habe, sicherlich oft machen kann. Hier möchte ich Ihnen jetzt eine andere Überlegung noch auf den Weg mitgeben. Also die erste Überlegung heute war, immer auf die Grenzfälle achten. Damit haben wir, soweit ich sehe, hier kein wirkliches Problem. Wobei das Problem, was wir hier haben, könnte vielleicht unter dieser Formulierung auch subsumiert werden. Aber ich denke, es ist eine andere Situation, als wir sie bisher betrachtet haben. Die andere Überlegung ist, sich mal zu überlegen, also erst einmal sich klar zu machen, Moment, das ist eine kitzlige Sache, dass ich hier einfach hergehe, das ist ganzzahlige Division, stimmt das plus minus 1? Das ist eine andere typische Sache, auf die ich Sie hinweisen möchte. Dafür gibt es einen Namen, oft bei One Error, ein sehr häufig gemachter Fehler, dass man sich um 1 vertan hat, wenn man zum Beispiel mit den Indizes eines Arrays herumhantiert. Ja, der einfachste Fall ist der, das kennen Sie von Java, wo Arrays mit 0 beginnen, dass sie den Array durchlaufen inklusive Index gleich Länge des Arrays, was aber kein gültiger Index eines Arrays ist, weil der Indexbereich eines Arrays in Java, wie auch in C und C++, mit 0 beginnt, das heißt mit Länge minus 1 endet. Es gibt auch andere Situationen, in denen Sie Off-by-One-Errors machen. Beispielsweise ein schönes Beispiel ist, Sie wollen ein Fenster öffnen auf dem Bildschirm und Sie geben einen linken Pixel, eine linke Pixelkoordinate an, die nenne ich mal Left, und eine rechte Pixelkoordinate, die nenne ich Right. Left ist der linkeste Pixel der Fensterfläche, Right ist der rechteste Pixel der Fensterfläche. Was ist jetzt, die Weite dieses Fensters, die Breite dieses Fensters in Pixeln gemessen? Bitte? Differenz plus 1, ein sehr häufig gemachter Fehler, den Sie nicht gemacht haben. Right minus left, und jetzt kommt's, plus 1. Ein Beispiel für diesen Off-by-One-Error, dass man sich eben gerade um 1 vertut. So, was ist das Problem hier? Machen Sie sich klar, wenn wir hier ganzzahlig dividieren, dass das Ganze immer ein bisschen komplizierter wird, als man das vielleicht zuerst denkt, und dass man da nochmal genauer hinschauen muss. Da ist es
sehr instruktiv, sich zu überlegen, sich zwei Zahlen herzunehmen, eine gerade und eine ungerade Zahl für die Array-Länge. Fangen wir erstmal mit der ungeraden Zahl an. Nehmen wir mal an, die Array-Länge wäre 11. Welche Indizes werden dann hier durchlaufen? Also i durchläuft die Werte 0 bis 5, ganzzahlige Division mit Rest, ergibt abgerundet 11 durch 2 ist 5. Und das heißt, die Indexmenge, die durchlaufen wird, ist 0 bis 10. Das ist okay. Nehme ich mal 10 her als Beispiel oder 12, ist eigentlich egal, glaube ich. Die Indexmenge, die jetzt durchlaufen wird, ist 0 bis 6. Und das sind die Werte von i. Was habe ich jetzt hier? Ich habe was falsch gemacht. Andersrum, 4 und 5, so rum ist richtig, ne? 0 bis 5 wird hier durchlaufen, das heißt die Indexmenge 0 bis 10 wird durchlaufen und das ist okay. Was hier durchlaufen wird, ist 0 bis 8. I kleiner Hälfte, i kleiner 5, also nur bis 4. Verdopplung nur bis 8. Und das heißt, Index 10 nicht berücksichtigt. Das ist der Fehler, den ich hier gemacht habe. Ein Fehler, der leider nicht gut zu finden ist. Ja? Die Methode stürzt nicht ab. Es kommt ein Wert raus, der in vielen, vielen Fällen, in den meisten Fällen korrekt ist. Aber, und selbst dann, wenn er nicht korrekt ist, sieht er meistens noch plausibel aus. Das heißt also, die Wahrscheinlichkeit, dass Sie den Fehler entdecken, bevor Sie den Code ausliefern an Ihren Kunden, ist sehr gering. Es ist besser, sich vorher Gedanken darum zu machen, diese Gedanken, die ich versucht habe, hier jetzt mit diesen zwei Zeilen darzulegen, diese Gedanken zu machen. Natürlich, wenn ich davon rede, Auslieferung an den Kunden, dann rede ich auch davon, das ist natürlich äquivalent zu Abgabe der Klausur am Ende der Bearbeitungszeit. So, also müssen wir hier jetzt irgendwas machen. Wie müssen wir das hinkriegen? Also wir müssen hinkriegen, dass 11, bei 11 soll 5 rauskommen, nicht? Und bei 12 soll 5 rauskommen. Und machen wir das mal drumherum. Bei 10 soll 4 rauskommen. Das ist der höchste, 8 ist der höchste Index bei einem Array der Länge 10, der gradzahlig ist. Und hier soll es dann munter weitergehen mit 6. Sie sehen das Bildungsprinzip. Ungerade Zahl, gerade Zahl soll jeweils denselben Wert haben und dann davor eben eins kleiner und danach eins größer. So, wie kann man das jetzt hier hinkriegen, dass man das hinbekommt? 11 und 12 sollen 5 bekommen. Ich würde mal sagen, wir müssen... Moment, habe ich das eigentlich richtig? Ja. Ich würde mal sagen, wir müssen... Was müssen wir da tun? Irgendwas müssen wir hier oben im Zähler ändern. Dass hier jeweils... warten Sie mal, irgendwas ist hier in den Überlegungen noch? Ach so, hier, also irgendwie muss es größer werden.
Das können wir schon mal sagen, nicht? Wenn hier 4 rauskommt, aber eigentlich 5 rauskommen soll, dann muss der Grenzindex größer werden. So, gucken wir mal an, ob das jetzt passt. Bei 11, dann steht hier 12 geteilt durch 2 ist 6. Passt. Bei 12 steht hier auch 6. Passt. Und diese beiden Fälle, 11 und 12, sind repräsentativ. Ja, machen Sie sich das klar. Wir müssen natürlich nicht alle Zahlen durchgehen. Wir haben eine Situation, in der sich gerade von ungerade Zahlen unterscheiden durch diese spezifische Semantik der Division mit ganzzahligen Division mit Rest. Und wenn wir uns zwei Zahlen hernehmen, eine gerade, eine ungeradzahlige, groß genug, dass wir von den Grenzfällen weg sind, aber klein genug, dass wir es noch überschauen können, dass wir nicht groß umrechnen müssen, dann reicht uns das, um uns zu Recht überzeugen, selbst zu überzeugen, dass das jetzt korrekt ist. So, dann löschen wir das alles wieder. Das waren so Nebenüberlegungen, die sind ja auf dem Video drauf. Braucht aber nicht in der Datei dann zu sein. Die Datei muss damit nicht gesprenkelt sein. So, also falls Sie nicht noch irgendetwas sehen, würde ich mal stark behaupten, dass das jetzt richtig ist. Betrachten wir noch eine andere Variante. Was wir hier machen jetzt, also es ist dasselbe nochmal, das ist derselbe Methodenkopf und es soll dieselbe Semantik von dieselbe, es soll dasselbe jeweils herauskommen beim selben Input A. Hier habe ich das jetzt anders gemacht. Ich habe berechnet zuerst das Maximum über sämtliche geradzahligen Werte von 0 beginnend wieder, so wie in der ersten Variante, und natürlich dafür sorgen, dass es nicht über den letzten möglichen Index hinweggeht. Das ist eine einfache Methode. Jedes Mal, wenn ich was Größeres finde, dann wird der Maximalwert eben entsprechend abgedatet. Und dasselbe mache ich mit dem zweitgrößten Wert. Das ist jetzt auch wieder einfacher geworden. Hier habe ich das nochmal so rum gemacht. Ich hoffe mal, dass ich das richtig gemacht habe. Also einfach spaßenshalber habe ich die Schleife einfach mal umgedreht. Ist natürlich, wenn das jetzt richtiger Code wäre, Produktionscode wäre, wäre das natürlich nicht sehr sinnvoll, weil das weniger intuitiv ist, aber es geht ja hier nur um die Illustration. Mal gucken, habe ich das richtig gemacht. Ich fange natürlich mit dem letzten Index an. Ja, habe ich das richtig gemacht oder habe ich das nicht richtig gemacht? Also die Abbruchbedingung sieht doch gut aus, nicht? In dem Moment, wenn i negativ wird, genau dann geht es beim Runterzählen aus dem Indexbereich des Arrays hinaus. Und hier minus gleich 2, das ist auch richtig. Ist damit dieser Schleifenkopf korrekt oder nicht? Bitte? Warum ist es falsch? Genau, der letzte Rx, also der initiale Index für i muss nicht gerade sein. Also machen wir irgendwas anderes. Vielleicht machen wir es ein bisschen außerhalb. Int i gleich a.length. Und falls i durch 2 nicht 0 ist, falls also i keine gerade Zahl ist, dann machen wir einmal i minus minus, dann haben wir die erste gerade Zahl. Jetzt müssen wir wieder nachdenken, ob wir da in Probleme hineinkommen, weil das jetzt negativ ist. Also gerade ist zahlig, ist es auf jeden Fall. Könnte es ein Problem damit geben, dass ich i jetzt ins Negative gebracht habe? Nein, denn das Erste, was jetzt passiert, ist, dass getestet wird,
ob der Wert noch positiv ist. Also da können wir nicht in die Bredouille kommen. Und jetzt denke ich, ist das korrekt. Ich weiß nicht, ob Sie das schon mal gesehen haben, Schleifen in C, C++ und Java. Da kann man hier durchaus die einzelnen Bestandteile weglassen. Das hat dann spezifische Konsequenzen. In dem Fall keine Konsequenz, es wird eben keine initiale Anweisung ausgeführt. Und die Schleifenvariable habe ich jetzt der Einfachheit halber hier draußen hingeführt. Und ich würde mal vermuten, dass das jetzt richtig ist. Ich sehe nichts mehr, was da falsch sein könnte. So, was ist jetzt hier nochmal ein Problem? Wir haben jetzt ein Problem mit dem Aufschreiben. Wir haben jetzt einen Algorithmus mit zwei Schleifen und nicht mehr mit einer Schleife. Und wir haben die ganze Zeit immer das Ganze uns so überlegt, ein Algorithmus, das ist eine große Schleife, ja. Wenn Sie sich die ganzen Algorithmen angucken, die wir hatten, also die iterativen Algorithmen jetzt ganz konkret, auch Bubble Sort und Selection Sort waren Schleifen, wo dann in jeder Iteration nochmal eine Schleife durchläuft. Aber erst einmal außenrum ist es eine Schleife. String Matching, kürzeste Pfade, minimal spannende Bäume, alles immer eine Schleife. Und jetzt haben wir hier zwei Schleifen. Wie schreibseln wir das auf? Natürlich müssen wir für beide Schleifen jeweils dann mit vollständiger Induktion beweisen, dass da das Richtige jeweils am Ende herauskommt. Wir müssen, was wir hier zu der ersten Schleife schreiben müssen, ist, dass hinterher und mit vollständiger Induktion beweisen müssen, was in diesem Fall aber recht übersichtlich ist. Da kann man sich vielleicht dann doch mal leisten, das nicht in voller Komplexität den Korrektheitsbeweis hinzuschreiben, weil das auch ein bekanntes Muster ist, das immer wieder auftritt, das jeder Informatiker oft genug gesehen hat, dass hier am Ende nach Durchlauf der Schleife in Max das größte Element, der größte Wert ist, der auf gradzahligen Positionen zu finden ist. Und das ist eine Voraussetzung hier. Ja, das wird hier unten benutzt. Hier wird ja Max benutzt, um eben hier zu prüfen, unter welchen Umständen das zweitgrößte Maximum abgedatet werden soll. Ja, hier kommt das bei dieser Schleife hier, bei dieser zweiten, müssen wir beweisen, dass Second Max den zweitgrößten Wert auf geraden Positionen in dem Array beinhaltet. Und es ist eine Voraussetzung hierfür, dass Max den ihm zugesprochenen Wert tatsächlich hat, was erfüllt wird durch diese Schleife. Das Ganze wird vielleicht ein bisschen deutlicher, wenn wir die beiden Schleifen auslagern. Ja, die eine Schleife habe ich ausgelagert in eine Methode MaxValue, die kriegt ein Array und liefert den Maximalwert zurück. Und die zweite Schleife habe ich ausgelagert in eine Methode SecondMaxValue, die bekommt wieder das Array und zusätzlich den maximalen Wert im Array, den wir ja da vorher gefunden haben. Das heißt also, hier, wenn wir das so auslagern, wird die Sache, also erstmal grundsätzlich zum Schreiben von Code, ja. Wenn Sie konsequent Code in dieser Form auslagern, ich hoffe, Sie werden mir zustimmen, dass ich also zwei Methoden schreibe, wo diese Schleife in der ersten Methode und diese Schleife in der zweiten Methode drin vorkommt, dann ist das wesentlich übersichtlicher als so, wie ich das hier oben formuliert habe. Allein schon deshalb, weil ich hier den Methoden sprechende Namen geben kann. MaxValue ist, glaube ich, intuitiv klar, was der Rückgabewert sein soll. Und SecondMaxValue ist auch ziemlich klar. Vielleicht sollte man noch dazu schreiben on even positions. Dann ist der Name wieder wie die anderen bisherigen Namen absolut sprechend. Ja, sprechende Namen sind immer sinnvoll. Denken Sie daran. Sie selber werden vielleicht mal in Ihren Code in einem Jahr, in zwei Jahren nochmal reinschauen und sind dankbar
für jeden sprechenden Namen, den sie verwendet haben. Andere Leute werden in ihren Code hineinschauen und werden sich bei Ihnen oder bei der Geschäftsleitung, bei der Projektleitung beschweren, wenn sie den Code nicht verstehen, weil sie zum Beispiel keinen sprechenden Namen verwendet haben. Also Namen von beispielsweise Methoden, die genau das beinhalten, zumindest grob, was die Methode jeweils macht. So, und hier können wir dann mit dem Instrumentarium, was wir bisher gesehen haben, arbeiten. Ja? Der Input von dieser Methode, die Spezifikation ist genau das, was wir für die Gesamtmethode haben, nämlich, dass da ein Array reingegeben werden soll, das nicht null ist. Das ist die einzige Voraussetzung. Und die Zusicherung ist, der Output ist dann das Maximum, der maximale Wert auf diesen geraden Positionen. Und hier, Input-Spezifikation ist wieder, das Array darf nicht null sein. Und hier gehört es zur Input-Spezifikation dazu, dass dieser Wert max tatsächlich der maximale Wert im Array sein muss. Wenn das nicht der Fall ist, hat diese Methode das Recht, falsch zu funktionieren. Falsch funktionieren heißt abstürzen, Endlosschleife, falsche Ergebnisse kommen raus. Einer dieser drei Fälle. Ja, aber wenn dieser Wert tatsächlich der maximale Wert ist im Array, dann muss diese Methode tatsächlich das zweitgrößte Element auf den geraden Positionen herausliefern. Das würde man dann entsprechend in die Spezifikation schreiben. Spare ich hier. Ich denke, aus meinem mündlichen Vortrag sollte klar geworden sein, was man da hinschreiben muss. Wenn nicht, stellen Sie gerne Nachfragen im Forum. So, jetzt nochmal die rekursive Variante. Oft haben wir die Situation, dass eine rekursive... Sollen wir uns denn mit dem antun? Ach, das tun wir uns nicht an. Das gebe ich Ihnen einfach zur Kenntnis. Vielleicht streiche ich das auch raus. Oder annotiere das noch ein bisschen. Damit müssen wir jetzt nicht rumhantieren. Ich denke, wir können mit der restlichen Zeit noch etwas Wichtigeres anfangen. So. Etwas Wichtigeres anfangen ist, dass ich nochmal vielleicht ein paar zwei Beispiele hoffentlich noch schaffe, hier live Sachen zu implementieren. Einmal was Iteratives auf einer Liste. Und das sollte nicht Selection Sort, sondern Insertion Sort sein. Und etwas Rekursives auf dem Baum. So, wir haben eine Listenknotenklasse, die wir immer generisch betrachtet haben, mit beliebigen Klassentyp, die ich jetzt aber hier nicht generisch betrachten will, sondern mit einem festen Datentyp. So, was ist der zulässige Input? Also das fällt dann auch weg, weil es nicht generisch ist, genau. Wir haben einen einzigen Parameter und wir sagen, dieser Parameter verweist auf den Kopf einer korrekt gebildeten linearen, doppelt verkettenden Liste. Das kennen Sie. Das ist eine Liste, die einen Next-Verweis auf das nächste Element in der Liste hat und einen Back-Verweis auf das vorhergehende Element in der Liste. Und beim letzten Element ist Next gleich 0 und beim ersten Element ist Back gleich 0. So, es ist immer sinnvoll, in der Spezifikation solche Dinge dazu zu schreiben, wo man sagen kann, naja, das ist eigentlich schon implizit vorhanden, es ist implizit da, wir schließen diesen Fall ja nicht aus, dass die Liste auch leer sein kann, aber trotzdem, um Missverständnisse zu vermeiden, ist es sinnvoll, immer zu schreiben, wenn diese Liste leer sein kann, das heißt, dass der Verweis auf 0 ist, dann muss die Methode damit auch klarkommen. Das heißt, eine leere Liste soll sie auch sortieren, was natürlich bedeutet, dass sie nichts macht. Und auch dieser Punkt kann man auch sagen, naja, versteht sich von selbst, versteht sich nicht unbedingt von selbst. Also es ist immer sinnvoll, es ist nicht dringlich notwendig, aber es ist sinnvoll, um Missverständnisse zu vermeiden, dass man immer dazu schreibt, ob beispielsweise hier
ob Schlüsselwerte mehrfach vorkommen können oder nicht. Denn beides sind konkrete Anwendungsszenarien. Es gibt Situationen, in denen man sich sicher sein kann, dass Schlüsselwerte nicht mehrfach vorkommen können. Denken Sie an Ihre Matrikelnummern, ja, eine Liste von Studierenden, da kommt jede Matrikelnummer nur einmal vor, oder Kontonummern oder was auch immer. Während es wieder andere Situationen gibt, in denen die Werte mehrfach vorkommen können. So, der Output soll sein, die Eingabeliste wird umsortiert und zwar ohne, dass die Key-Attribute auf den einzelnen Elementen geändert werden. Das heißt, nur durch Änderung von den Verweisen innerhalb der Liste. Und wir haben jetzt hier nochmal den Punkt, das ist leider eine Unschönheit in Java, ist etwa in C++ an dieser Stelle mal besser gelöst. Sie können natürlich hier die Liste intern umarrangieren, sodass Old Head auf den neuen Kopf der umsortierten Liste verweist, aber in Java ist es so, dass das nicht draußen außerhalb der Methode mehr sichtbar ist. Ja? Außerhalb der Methode, nachdem der Methodenaufruf zu Ende ist, verweist das, was Sie hier reingegeben haben als Parameter, weiterhin auf das Element, was vorher der Kopf der Liste war. Und deshalb muss man in Java, das geht in C++ anders, da kann man sagen, zum Beispiel angeben, dass dieser Parameter variabel ist. Will ich jetzt nicht darauf eingehen, wie man das macht, das würde hier zu weit führen. Und wenn dieser Parameter variabel ist, dann heißt das, alle Änderungen, die Sie an AltHead innerhalb der Methode machen, sind auch außerhalb der Methode nach Beendigung der Methode weiterhin sichtbar. Das heißt, AltHead würde dann auf den neuen Listenkopf verweisen, wenn Sie es entsprechend intern implementieren. Hier geht das nicht, deshalb müssen wir den neuen Kopf, also einen Verweis auf das neue Erstelement, zurückgeben. Andere Möglichkeit wüsste ich. Also das ist noch die einfachste Möglichkeit, formulieren wir es so. So, ich habe mir extra nicht allzu viel Gedanken vorher gemacht, wie ich das jetzt implementieren würde, weil der Mehrwert besteht nicht darin, dass Sie da am Ende eine Implementation dieses Sortieralgorithmus sehen, sondern der Mehrwert besteht darin, dass ich versuche, Sie teilhaben zu lassen an meinen Gedanken, die sicherlich oft jetzt fehlerhaft sein werden, wo ich korrigieren muss, wo ich falsch abbiege und so weiter. Das ist der Sinn und Zweck eines solchen Live-Codings. So, jetzt muss ich mir erstmal Insertion Sort, wie funktioniert der Algorithmus? Der funktioniert ein bisschen anders als Selection Sort, wie wir ihn gesehen haben. Insertion Sort funktioniert so, wir suchen uns das größte Element und hängen das ganz hinten an, hinter die letzte Position, hinter das letzte Element. Dann suchen wir uns das zweitgrößte Element und hängen uns eine Position früher an. Das dritte Element hängt noch eine Position früher an. Also bei Selection Sort im Array vertauschen wir zwei Array-Komponenten. Und was wir hier stattdessen machen, ist, wir nehmen ein Listenelement raus und packen es an die richtige Position. Wir vertauschen nicht. So, jetzt ist das aber immer ungeschickt. Bei diesen Gedanken habe ich mir noch vorher gemacht, bei Listen immer hinten irgendwie zu operieren. Ja, da muss man erst nach hinten laufen. Das kostet unnötig Laufzeit. Man könnte die Idee auch umdrehen. Ich suche mir das kleinste Element und packe es vor das erste. Dann suche ich mir das zweitkleinste Element, packe mir dann hinter das nunmehr erste, das drittkleinste Element hinter das nunmehr zweite und so fort. Das ist die Idee, wobei mir da sofort etwas auffällt, nämlich bei der ersten Formulierung, ich suche das größte Element und packe es vor das erste. Moment, was ist denn, wenn das erste Element das größte ist? Grenzfall wieder, Sonderfall. Ich kann ja unmöglich das erste Element vor das erste Element packen. Das heißt, ich muss dran denken, wenn ich da jetzt was rumbastle,
Wenn sich beim Durchlauf durch die Liste herausstellt, dass das erste Element das Maximale ist, dann muss ich dann brauche ich nichts zu ändern und dann darf ich auch nichts ändern. So, fangen wir erstmal an mit so ein paar einfachen Sachen. Ich will am Ende einen neuen Kopf zurückgeben, muss den also einrichten. Und wie initialisiere ich den am besten? Naja, so. Und muss dran denken, jedes Mal, wenn ich da was davor packe, dann muss ich das entsprechend updaten, new head. So. Jetzt muss ich mir überlegen, wie das aussieht. Ich habe ja eine äußere Schleife, die geht, da muss ich mir noch überlegen, wie dann die, was brauche ich noch? Warten Sie mal, was brauche ich noch? Ich brauche noch eine Position, wo gemerkt wird, ab wo ich dann noch das Maximum jeweils suche, nicht? Ich habe immer die Situation, ich habe immer schon einige Listenelemente mit ihren Werten an der richtigen Position, vorne, und hinten ist noch ein Bereich bis zum Ende, wo ich noch suchen muss. Na, wie nenne ich das? Das nenne ich dann Search from here. Und das beginnt auch mit dem Listenkopf. So. Das gibt mir doch schon mal eine Idee, was ich jetzt tun muss. So. Wann kann ich beenden? Wann kann ich die Methode beenden? Wann kann ich die äußere Schleife beenden, wenn dieser Bereich Search from here nichts mehr zu durchsuchen hat? Also denke ich mir erst einmal, es ist echt eine blöde Haltung hier von so halb oben herab, weil solange das ungleich 0 ist, muss ich jeweils das nächste Element suchen und an die richtige Position packen. Aber Moment. Das allerletzte Element ist ja, wenn ich alle Elemente bis auf das allerletzte, also n-1 Elemente bei Element insgesamt, wenn ich n-1 Elemente an der richtigen Position habe, habe ich auch das letzte Element an der richtigen Position. Das heißt also, in dem Moment, wenn der Suchbereich nur noch aus einem einzigen Element besteht, das heißt, next von diesem Element ist 0, in dem Moment kann ich die Methode beenden. Moment, Achtung, rotes Warnsignal. Ich greife hier auf ein Attribut zu und ich habe mir nicht Rechenschaft abgelegt darüber, dass dieses Attribut tatsächlich existiert, denn die Liste kann auch leer sein, das heißt, Old Head kann auch 0 sein, und wenn ich das so stehen lasse, dann geht das Ganze schief. Also darf ich das nicht so stehen lassen, den Randfall beachten, den kriegen wir aber ganz schnell weg. Möglicherweise wird sich später herausstellen, dass man Sachen wieder zusammenfügen kann, die ich jetzt auseinandergefiddelt habe. Das kann man dann noch im zweiten Schritt machen, aber ich denke, es ist erstmal für mich selber und
wahrscheinlich für Sie auch übersichtlicher, wenn ich das auseinanderhalte. If old hat gleich 0, dass ich diesen Fall gesondert betrachte, return, na, 0, ja, so zum Beispiel, oder return old hat. Damit habe ich die Situation, dass wir eine leere Liste haben, ein für alle Mal erledigt. So, und jetzt geht das Ganze weiter. Die beiden sind nicht 0 und dementsprechend gibt es einem Attribut next, was aber möglicherweise 0 sein kann. Das ist dann auch okay. So, das ist dann, soweit ich das überblicken kann, die äußere Schleife. Packe ich mal geschweifte Klammern drumherum. Selbst wenn sich herausstellen würde, dass nur eine einzige Einweisung da drin ist, kann ich ja die geschweiften Klammern drumherum lassen oder hinterher wieder rauslöschen, wenn ich das lieber eine einzelne Anweisung in der Weilschleife ohne geschweifte Klammern haben will. Aber lassen wir sie erstmal drin. So, was passiert jetzt? Ich muss das Maximum finden. Und zwar muss ich das Element finden, wo das Maximum drin ist. Elem with max value. So, wieder entsprechender Name. Den setze ich hier auf search from here. Also in der Klausur müssen Sie sich natürlich nicht solche sprechenden Namen unbedingt ausdenken. Wir werden schon zurechtkommen, wenn Sie das ein bisschen sich das alles abkürzen. Aber für Produktionscode kann es, für echten kommerziellen Code kann es nicht schaden, dass Sie nicht nur Variablen oder Methoden kommentieren, sondern dass der Name, der Bezeichner selbst schon ein Kommentar ist, der immer mitkommt. Überall, wo Sie eine Methode aufrufen, ist der Name als Kommentar da, wenn es ein entsprechender Name ist. Und genauso hier, immer wenn Sie eine Variable verwenden, dann ist der Name der Variable schon ein Kommentar. Ja, wenn Sie sich vorstellen, Sie haben ein riesengroßes Stück Code zu bearbeiten, viel größer als das hier, dann sind Sie froh, wenn Sie sich an solche einfachen Regeln halten. So, ich brauche auch noch jetzt einen Laufindex. Den Laufindex nenne ich P einfach. Das hat sich etabliert, das ist eine Konvention, dass der P wie Pointer heißt. Brauche ich jetzt nicht noch extra Laufindex im Englischen dazu zu schreiben. Das ist dasselbe, search from here. So, jetzt kann ich die innere Schleife schreiben. Solange p ungleich 0 ist. Ich könnte das natürlich auch, machen wir es doch mal, ich könnte das Ganze natürlich auch in eine Vorschleife packen. For so p ungleich 0. Dann kommt das weg. P gleich p.next. Großbuchstabe, falsch. So. Machen wir wieder gleich geschweifte Klammern drum. So. Also ich verwende jetzt hier nicht Eclipse oder so etwas ähnliches, sondern ganz einfach hier rumgetastet. In der Klausur haben Sie auch kein Eclipse. Oder BlueJay oder was immer Sie verwenden. So, jetzt muss ich nachdenken, was passiert hier. Ich laufe einmal mit P durch den Rest hindurch, durch den Rest, weil ich ja hier erst beginne bei Search from here. Vielleicht können wir es noch ein bisschen sprechender nennen. Search max from here. So. Und was muss ich gucken? Ich kann sogar eins weitergehen.
fällt mir gerade auf. Also Sie sehen, ich entwickle die Gedanken. Ich habe mir das nicht vorher überlegt, ich entwickle die Gedanken dabei. Ich kann ja schon beim zweiten Element angucken, weil das erste Element muss ich nicht mit sich selber vergleichen, welches von beiden größer ist. Ja, ich kann anfangen mit dem zweiten Element. Wenn Sie bei Selection Sort schauen in die Folien, dann sehen Sie auch, ich habe das erste Element natürlich nicht mit dem ersten Element verglichen, sondern erst das zweite Element mit dem ersten Element, welches von beiden größer ist. Achtung, rote Lampe. Ich greife hier auf etwas zu, was nicht unbedingt ungleich 0 sein muss, aber kein Problem. Das nächste, was passiert, ist, dass abgefragt wird, ob das 0 ist, und dann gehen wir aus der Schleife raus und das passt auch. Wenn nur ein einziges Element da ist und hier schon 0 ist, dann können wir gerne beenden. Dieses Element ist das Maximale. Wir sind gerade am Ende des ganzen Algorithmus. So, jetzt gucken wir uns an, was muss hier passieren. Jetzt müssen wir irgendwie if-Abfrage machen. If p.key, das war immer unser Kürzel für das Attribut für den Schlüsselwert, auch auf dem Java-Übungsblatt nenne ich das Key, und das wird natürlich dann entsprechend auch auf dem Klausurblatt, Sie müssen sich diese Datenstrukturen nicht auswendig merken, die auf dem Java-Übungsblatt stehen, das hatte ich schon mal gesagt, aber sage ich lieber nochmal. Selbstverständlich werden die auf dem Klausurblatt nochmal 1:1 stehen. So, das ist vom Typ Integer. Dann muss ich noch, wie heißt die Methode? IntValue, ne? Dann damit kriege ich den Int, der dran gespeichert ist. So, und jetzt sehe ich gerade, ich will ja das Minimum, nicht das Maximum. Das heißt also, dieser sprechende Name verspricht was Falsches. Ich will ja das Minimum haben. So, dann kann ich das bei der Gelegenheit hier einfügen. Also mit Eclipse wäre das natürlich viel einfacher, da mal schnell einen Variablennamen durchgängig zu ändern. Hier muss ich das jetzt zu Fuß machen. So. Ich will jetzt dieses Element, wo ich im Durchlauf in der inneren Schleife stehe, gucken, ob das kleiner ist als das bisher gefundene Element with min value. Mal kurz gucken, halt, das ist so definiert worden, aber wir wissen, dass das niemals 0 sein kann. Das heißt, ich darf auf das Attribut zugreifen. Es gibt keine Exception. So. Ich darf diesen Vergleich machen. So. Was machen wir dann? Nicht viel. Wir setzen einfach Elem with min value auf P. Damit haben wir gesorgt, dass auch weiterhin P, also Elem with MinValue auf im noch zu durchsuchenden Bereich, der mit Search Min from Here beginnt in der Liste, halt da, dass wir in diesem zu durchsuchenden Bereich tatsächlich weiterhin in Elem with MinValue einen Verweis haben auf das kleinste, auf das Element mit dem kleinsten Wert. Und zwar irgendein Element mit dem kleinsten Wert. Und Sie sehen, da wir diesen Verweis nur dann ändern, wenn es eine echte Verbesserung, eine echte Verkleinerung gibt, heißt das ganz konkret, Elem with min value verweist immer auf das erste Element im Suchbereich, was minimalen Wert hat, wenn Duplikate vorkommen. Duplikate dürfen ja vorkommen. So, jetzt haben wir diese Schleife aber schon durch. Das war schon die Schleife. Jetzt müssen wir nur noch hinterher jetzt dafür sorgen, nachdem wir jetzt also davon ausgehen können, dass Elem with min value auf den kleinsten, auf ein Element, das ein Element mit kleinstem Wert verweist, dass wir diesen Wert hier entkoppeln und nach vorne tun. Wo tun wir den hin? Jetzt müssen wir ein bisschen. Jetzt wird es ein bisschen knifflig. Denken Sie daran,
Wobei, Moment, mir fällt noch was auf. Oder wie hieß das? Müssen wir gleich gucken. Denken Sie erstmal wieder daran denken, was wir vorhin im Hinterkopf hatten. Wenn das erste Element im Suchbereich das Maximale ist, brauchen wir nichts zu tun, sollten wir auch nichts tun, falls LM with min value gleich search min from here. Was muss dann passieren? Die Liste soll sich nicht ändern, aber weil das minimale Element schon an der richtigen Position steht, wir müssen nichts rumbasteln. Aber der Suchbereich ist dann natürlich eins weiter. Das heißt, search min from here gleich search min from here Punkt next. Nochmal kurze Kontrolle. Search min from here kann an dieser Stelle unmöglich 0 sein. Das heißt, wir können auf next zugreifen. So, jetzt haben wir einen else-Teil. Möglicherweise werden wir es schaffen, hinterher, wenn wir genau scharf hinschauen, if und else wieder zusammenzufügen, weil sie doch sich nicht so voneinander unterscheiden, weil das doch zwei ähnlich gelagerte Fälle ist. Aber gucken wir erstmal, halten wir es erstmal auseinander, um uns da jetzt nicht zu verzetteln. Und es gibt hier auch keinen Schönheitspreis. Es gibt auch in der Klausur keinen Schönheitspreis für den elegantesten Code. Also gibt es auch gar keinen Grund, das if-else hinterher noch, selbst wenn man das Ganze irgendwie zu diese zwei Fälle zu einem zusammenfügen kann, das unbedingt mit aller Gewalt zu machen. So, also wir haben jetzt ein Element mit minimalem Wert woanders gefunden und das müssen wir jetzt nach vorne tun. Wohin müssen wir das tun? Unmittelbar vor dem Search-Bereich, unmittelbar davor. Also auch wieder mal, wird jetzt ein bisschen umfangreicher voraussichtlich, also auch wieder geschweifte Klammern drumherum. Wir müssen dieses Element hernehmen und welches das Wort darauf verweist. So, erst entkoppel ich das. Ich denke, das funktioniert. Alum with min value Punkt next Punkt back gleich Alum Punkt Alum with min value Punkt back. Da verweise ich Sie auch nochmal auf den entsprechenden Foliensatz, wo wir mit doppelt verketteten Listen herumhantiert haben, wie wir ein Element aus einer Liste rausschmeißen, indem wir es in beide Richtungen überbrücken. Halt hier verkehrt rum. Umgedreht, Punkt next gleich lm with min, da ist ein großes i aus Versehen, value Punkt next. Also das vordere, der next Pointer vom vorderen wird um 1 vorgeschoben in der Liste und der back vom folgenden wird 1 nach vorne geschoben. Moment, kurzer Check, halt, falsch, falsch, falsch. Next muss ja gar nicht existieren, kann ja 0 sein, weil es kann ja sein, dass wir am letzten Element der Liste sind. Also müssen wir in dem Fall abfragen with min-value.next ungleich 0. Setzen wir entsprechend den back von diesem Listenelement 1 hinter das auszukoppelnde Element und hier, das ist natürlich bei einer doppelt verketteten Liste völlig symmetrisch alles. Das heißt, seien wir mal auf der sicheren Seite. Man kann sich überlegen, kann dieser Fall passieren, dass der vorhergehende 0 ist? Koffeinpegel ist low.
Zeit habe ich auch keine mehr. Projektende oder Klausurbearbeitungsende ist nah. Das heißt, ich gehe lieber auf Nummer sicher. Auch in der Klausur werden redundante Tests oder ähnliches nicht zu Punktabzug führen. Sicher, ist wichtiger als jetzt möglichst elegant und so ein paar Millionstel Sekunden Laufzeit zu sparen. Back ungleich 0, dann hänge ich das raus. So, jetzt habe ich an der Stelle, soweit ich das sehe, korrekt das Element rausgehängt aus der Liste und muss es jetzt einhängen. Ich muss jetzt wieder an einen Randfall denken. Ne? Das fällt mir spontan ein. Der hätte mir vielleicht auch, wie in anderen Fällen, jetzt hinterher einfallen können. Jetzt fällt er mir vorher gleich ein. Nämlich, es kann sein, dass wir vor den Listenanfang dieses Element hängen, nämlich im allerersten Durchlauf durch die große Schleife, durch die Schleife im durch die äußere Schleife. Also diesen Fall sollte man abprüfen, falls der Anfang des Bereichs, in dem wir sind, gerade der Anfang der Liste ist, gleich New Head. In dem Fall hängen wir das. In dem Fall müssen wir New Head, also in dem Fall hängen wir vor das erste Listenelement dieses da ausgekoppelte Element, müssen also New Head auf dieses neue Element setzen. Also vielleicht nur vorneweg, also gehen Sie davon aus, dass das für den Schwierigkeitsgrad in der Klausur absolut Oberschranke ist. Ich meine, Schwierigkeitsgrad ist natürlich immer auch ein bisschen subjektiv, individuell. Insofern will ich mich da jetzt nicht weiter dazu äußern, aber nach meiner subjektiven, individuellen Einschätzung brauchen Sie sich nicht jetzt Sorgen zu machen, wie schlimm das alles wird. Wie schlimm das erst in der Klausur wird, wenn es jetzt hier schon so schlimm ist. So, jetzt muss ich das vorneweg einhängen. Wieder dran denken. Oder wir fangen so rum an. Lm with min value Punkt next gleich search min from here. Unmittelbar vor dem Suchbereich einhängen. Und lm with min value Punkt back gleich search min from here Punkt back. Ja, Sie können natürlich in der Klausur und auch sonst immer auch Zeichnungen dazu machen. Nehmen Sie gerne das hierher und basteln sich Ihre eigenen Zeichnungen dann dazu, wenn Sie versuchen, das nachzuvollziehen. Sie haben ja die Vorlesungsaufzeichnungen und damit alles, was Sie brauchen, um das nachzuvollziehen. So, jetzt muss ich noch an weiteres denken. Jetzt habe ich von diesem neuen Element, was ich da hinten ausgekoppelt habe und jetzt hier vorne einkopple in die Liste, von da aus die Verweise habe ich schon richtig gesetzt. Jetzt muss ich noch die Verweise umgekehrt richtig setzen. If wieder dran denken, so wie hier. Genau dasselbe. Falls lm with. Ne, in dem Fall
Fall kann ich in dem Fall nach vorne kann ich wieder sicher gehen. Search min from here ist nicht 0, also kann ich auf back zugreifen und kann an der Stelle das Element einhängen. Ich muss nur auf der anderen Seite achten, auf der linken Seite, if search min from here Punkt back ungleich 0. Wenn wir nicht in der allerersten Iteration sind, wo links da, wo der Suchbereich schon mit dem ersten Element beginnt, also in dem Fall darf dann natürlich nichts passieren, aber wenn das nicht der Fall ist, dann search min from here Punkt back Punkt next gleich lm with min value. So, jetzt muss ich noch an 1 denken. Muss ich search min from here weiterschalten? 1 weiter? Nein, muss ich nicht. Das ist der Gag hier an dieser Stelle. Naja gut, Gag ist übertrieben. Ich muss das search min from here nicht... Ich bin hier in der Situation im else-Teil. Ja, man muss sich immer bewusst sein, wo man hier gerade eigentlich steht. Ich bin hier in der Situation im else-Teil, wo nicht am Beginn des Suchraums der Rest der Liste das minimale Element gefunden wurde, sondern irgendwo weiter später. In diesem else-Teil habe ich dieses minimale Element an der Stelle, wo es ist, rausgenommen und vor den Suchraum gepackt. Das heißt, der Suchraum beginnt weiterhin bei dem Element, auf das search min from here verweist. So, mal kurz durchgucken, wie sieht es so aus. Ich bin jetzt erst einmal ganz vorsichtig optimistisch der Meinung, dass ich fertig bin. Also, wenn leere Liste, passiert das Richtige und das alles richtig hier. Wir haben eine äußere Schleife und wir haben dann hier irgendwo eine innere Schleife, die ich jetzt als Vorschleife mal gemacht habe. In der inneren Schleife, was passiert da? In der inneren Schleife gehe ich mit P durch den Suchbereich durch, der hier beginnt. Ich hatte mir klar gemacht, dass das kein Problem ist. Search min from here existiert, also existiert auch Next-Attribut, auch wenn es vielleicht 0 sein könnte. Und das ist kein Problem, weil sofort auf 0 abgetestet wird. So, jetzt gehe ich durch und mache eine ganz normale Minimumsuche, so wie ich das auch in einem Array machen würde. Und wann immer ich eine Verbesserung finde, setze ich diesen Verweis auf diese Stelle. So, jetzt bin ich da einmal durchgegangen. Moment, ich sehe gerade, dass das ja Quatsch ist. Aha, hier ist die Schleife ja zu Ende. Also Sie sehen auch, dass es durchaus sinnvoll ist zur Übersicht, dass man die geschweiften Klammern hinschreibt, selbst wenn man sie nicht wirklich braucht. So, also Sie sehen, ich muss das hier die Einrückungen zu Fuß machen. Ups, was, das war jetzt verkehrt. So, hier jeweils eins weiter, das ist übersichtlicher, denke ich. So, das muss ich nochmal durchgehen. Ja. So, wie haben wir es jetzt mit den Klammern? Die Klammer fällt jetzt weg. Da sehe ich jetzt keinen Grund mehr, wozu diese Klammer da sein sollte. Die Klammer gehört zum else und die gehört zum while. Passt zumindest damit. So, ich bin jetzt hier also der Meinung, ich bin hier korrekt durch die Liste durchgegangen und habe das richtige Element gefunden. Fallunterscheidung, wenn es das allererste Element im Suchraum ist, passiert nichts. Ich muss nur den Suchraum
entsprechend um 1 verengen und ansonsten muss ich das erste dieses Element hernehmen und vor den Suchraum einhängen, also erstmal da, wo es ist, raushängen, entkoppeln, abprüfen, dass ich das darf, also dass das zum Entkoppeln dazugehört, dass ich hier für das nächste Element den Rückwärtspointer umsetze, sofern es existiert, und dass ich für das vorhergehende Element den Vorwärtspointer umsetze, sofern das vorhergehende Element existiert. Und darauf geachtet, dass NewHead immer richtig, mal gucken, halt, in dem Fall ist NewHead nicht zu ändern, ist richtig. Das heißt, in beiden Fällen habe ich NewHead richtig behandelt. Hier wird es neu gesetzt und ansonsten muss es nicht neu gesetzt werden. Und dann noch die Sachen hier. Eingefügt von LM with min value aus die richtigen Sachen eingefügt. Das kann natürlich 0 sein, das Back hier, das macht nichts. Dann Search min from here ist nicht 0, das heißt Back existiert, ich brauche es nicht abfragen. Und aber das kann 0 sein, muss ich abfragen und von da aus von zwei Seiten aus eingekoppelt. So, ich bin eigentlich der Meinung, dass das korrekt ist und würde das jetzt dann in der Klausur als mein Ergebnis abgeben. Gut. Jetzt nehmen wir eine, wenn Sie nicht noch was dazu sagen, fragen wollen, würde ich gerne noch eine andere Methode hier versuchen, live zu coden. Eine rekursive Methode. Sie sehen, wir haben jetzt nehme ich mir die Freiheit, das generisch zu machen. Eben hatten wir Klasse Integer, jetzt haben wir eine generische Klasse T mit einem entsprechenden Vergleichsoperator, gegeben wieder durch einen Comparator. Hier hatte ich direkt auf den Int-Werten von der Klasse Integer gearbeitet mit dem eingebauten Operator für Int. Hier arbeite ich jetzt zur Abwechslung mit dem Comparator. So, ich will einfügen und ich will das jetzt rekursiv machen, ja, damit wir hier auch den rekursiven Fall mal gesehen haben. Schauen wir uns erstmal an, was soll sein. Ich kann mich darauf verlassen, dass wir einen korrekten ternären Suchbaum haben. Ach nee, in Anbetracht der Fortschrittszeit ist das nur ein binärer Baum. Ich kann mich darauf verlassen, dass dieser Wert, den ich einfügen will, ein echter Schlüsselwert ist und ich kann mich darauf verlassen, dass ich ein korrektes Comparator-Objekt habe, dass da nicht aus Versehen jemand hier mir 0 übergeben hat. Okay. So, und jetzt will ich diesen Wert einfügen in diesem Baum. Ist ein Suchbaum. Und so, dass die Suchbaumeigenschaft erhalten bleibt. Das heißt, wie wir es in der Vorlesung gesehen haben, an die richtige Stelle. Und hier im Unterschied zur Vorlesung die Variante, dass jeder Schlüssel im Baum nur einmal vorkommen darf. Das heißt also, in dem Moment, wenn wir Key entdecken im Baum, dann ist die Methode zu Ende und liefert was wird zurückgeliefert? Also wenn ich etwas einfüge, dann wird die Wurzel des Baumes hier zurückgeliefert, aus demselben Grund wie eben bei der Liste. Es kann ja sein, dass ich das Element in der Wurzel des Baumes einfüge. Hier sollte ich noch dazu schreiben, der auch leer sein kann. Das heißt, root gleich 0 ist möglich. Ja, es kann sein, dass der Baum eine neue Wurzel bekommt, nämlich genau dann, wenn er leer ist. Und für diesen einen Randfall geht es in Java leider nicht einfacher, nur komplizierter noch, soweit ich das bisher gesehen habe. Und ich liefere dann die neue Wurzel zurück. In jedem Fall liefere ich die Wurzel zurück, wenn ich ein Element neu eingefügt habe. Wenn ich kein Element neu eingefügt habe, liefere ich 0 zurück, um anzuzeigen, es ist nichts passiert. So, ja, auch hier wieder dran denken, es ist vielleicht gar nicht so falsch, von vornherein erstmal diesen Fall, dass der Baum leer ist, abzuhandeln.
So, was soll hier passieren? Tree Node T New Root gleich New Tree Node T und ich setze New Root Key auf den Wert, den ich einfügen will und liefere New Root zurück und bin fertig. Ich brauche die beiden Verweise nach links und nach rechts im Baumknoten nicht zu setzen, denn es ist in Java die Regel, die Grundregel, auf die ich mich verlassen kann, wenn ich ein neues neues Objekt von einem Klassentyp einrichte, dann werden alle Attribute dieses Objektes auf den jeweiligen Nulltyp des Typs, auf den Nullwert des Typs des jeweiligen Objekts gesetzt. Darauf kann ich mich verlassen. Die beiden Verweise nach links und rechts sind definitiv null und das passt. Ein neuer, einelementiger Baum, den ich kreiert und zurückgeliefert habe. So, jetzt kann ich mich darauf verlassen, dass die Wurzel nicht null ist. So, was war da? Sollte Key noch nicht im Baum vorkommen? Naja, if ich kann mich darauf verlassen, dass die Wurzel nicht leer ist, also dass sie nicht null ist, falls sie gleich comp von root.key und key gleich 0 ist, falls also in der Wurzel der Schlüsselwert ist, den ich eigentlich einfügen möchte. In dem Fall soll ja nichts passieren und die Spezifikation sagt, dass ich in dem Fall 0 zurückzuliefern habe. Gut, haben wir diesen Fall auch erledigt. Naja, geht ja schon mal voran. Ist auch psychologisch gut, nicht? Wenn Sie dann schon mal so ein paar Fälle erledigt haben, dann fühlt sich das für mich jetzt jedenfalls schon mal deutlich besser an. So, jetzt geht's los. Jetzt haben wir zwei Möglichkeiten. Entweder ist die richtige Position, müssen wir nach links gehen oder wir müssen nach rechts gehen. Also, if comp root.key. Ich will es rekursiv machen, ja. Das heißt, ich brauche jetzt gar keinen. Ist das hier Rechtschreibkorrektur gewesen? Oder bin ich so dämlich beim Tasten? Ich brauche jetzt also keinen Laufpointer oder so etwas basteln, sondern ich kann mit root operieren und dann wird im rekursiven Aufruf eben ein anderer Knoten root sein. Das passt doch. Key. So, für links muss ich, warten Sie mal, ich kann mir das besser vorstellen, wenn das so rum ist. Für links muss Key größer als root.key, muss Key kleiner als root.key sein, das heißt hier kleiner 0. Das gucke ich nachher natürlich nochmal nach, ob ich das jetzt nicht mit kleiner und größer verwechselt habe. Keine Sorge. Wenn Sie mit auf dem Klausurblatt mit dem Comparator konfrontiert sind, falls Sie damit konfrontiert werden, dann steht nochmal da, was gleich 0, kleiner 0, größer 0 von Methode Compare. Aha, noch was vergessen. Von der Methode Compare, was das jeweils bedeutet. Solche Kleinigkeiten müssen Sie nicht auswendig wissen. So, wenn das gleich kleiner 0 ist, jetzt gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder an der Stelle geht es weiter oder an dieser Stelle geht es nicht weiter. Und das ist entscheidend wichtig fürs Einfügen, denn wenn es an dieser Stelle, wo wir weitergehen wollen, nicht mehr weitergeht, wenn da 0 ist, dann haben wir die Stelle gefunden, wo wir das Element einfügen. Also nehmen wir erstmal den Fall an, if root.left gleich 0, dann sind wir an der richtigen Stelle zum Einfügen. Und wir haben auch noch einen Else-Teil dabei.
Im Elstal rufen wir dann rekursiv auf. Den Elstal können wir ja mal gleich machen. Return. Insert von root.left key und cmp. Wenn es links weitergeht, rufen wir einfach rekursiv auf und kümmern uns nicht mehr darum. Wenn es nicht weitergeht, dann hängen wir das neue Element ein. root.left gleich new tree node t wieder denselben Kram. root.left.key gleich key. Alles, was wir hier oben gemacht haben, neues Element einrichten, den Key setzen und wir sind mit der Methode auch fertig. Halt. Hier ist noch ein Fehler. Ich sehe das gerade, da habe ich schon wieder zu kurzschlüssig gedacht. Da müssen wir noch ein bisschen dran rumbasteln. Ich rufe die Methode insert natürlich auf. Jetzt muss ich nochmal nachdenken. Machen wir das erstmal hier zu Ende. Und in dem Fall liefere ich was liefere ich denn hier zurück? Mal ganz interessant gefragt. Schauen wir mal. Ich muss ja am Ende in der allerobersten rekursiven Aufruf muss ich ja die neue Wurzel zurückliefern. Was ich mache, ist, ich liefere root zurück und hier ich muss beim allerobersten Aufruf von insert die Wurzel zurückliefern. In dem Fall, ja, oder 0, wenn nichts passiert ist. Wenn nichts passiert ist, kommt das zurück. So, glaube ich, kommt das. If insert gleich 0, return 0. Ansonsten, was mache ich da gerade? Ansonsten liefere die Wurzel zurück. Habe ich das jetzt richtig mir überlegt? Also auch hier wieder natürlich oberstes Ende des Schwierigkeitsgrads, weit oberstes Ende der potenziellen Klausur vorkommen könnte. Selbstverständlich implementiere ich auch alles, Referenzlösungen für alle Klausuraufgaben oder sie sind schon implementiert. Und sodass ich also abschätzen kann, ob das Ganze vernünftig die Aufgabe vernünftig laufen kann oder nicht. So, was habe ich jetzt gemacht? Wenn ich nach links schauen muss und links ist nichts mehr, dann liefere ich etwas zurück, was nicht 0 ist. Ich hänge es ein und ich liefere es etwas zurück, was nicht 0 ist. Ich hätte auch was anderes zurückliefern können, zum Beispiel root.left und so weiter. Das ist die Idee. Ich liefere etwas zurück, was nicht 0 ist. Und hier in dem Fall, wo ich nichts, wenn ich etwas einfüge, liefere ich etwas zurück, was nicht 0 ist. Und wenn ich nichts einfüge, Moment, halt. Nochmal ganz genau sammeln. Wenn ich einen neuen Knoten einfüge, liefere ich etwas zurück, was nicht 0 ist. Und wenn ich keinen neuen Knoten einfüge, liefere ich 0 zurück. Und dann kann ich hier beim rekursiven Aufruf schauen, wenn das 0 ist, liefere ich wieder 0 zurück, ansonsten liefere ich die Root zurück. Und im allerobersten Aufruf,
den jemand von außen, wo jemand von außen die Methode Insert aufrufen würde, ist das der richtige Rückgabe, nämlich die Wurzel, die sich in dem Fall nicht geändert hat. Der Fall, wo sich die Wurzel geändert hat, ist der hier. Hier ist der Fall, wo sich die nicht geändert hat. Ja? Ist eigentlich noch ein schöneres Beispiel, als ich gedacht hatte. Ein etwas komplizierteres Beispiel, was, denke ich, sehr einsichtsreich ist, wenn Sie das nachvollziehen im Nachgang. So, und das Ganze muss natürlich nochmal im Else-Teil sein. Was heißt der Else-Teil? Wir machen das jetzt noch schnell zu Ende hier. Das dauert nicht mehr lange. Der Else-Teil ist com.compare key root.key größer 0. Der Fall kann nur noch auftreten. Gleich 0 war hier, kleiner 0 war hier, also jetzt größer 0 im Else-Teil. Und da machen wir dasselbe, völlig spiegelsymmetrisch. Jetzt mit Copy-Paste, wo man so richtig schön immer Fehler machen kann mit Copy-Paste, nicht? If root right gleich 0, root.right gleich das, root.right, alles umsetzen. Hier right und das war's. So. Also nochmal, die Methode soll 0 zurückliefern, wenn nichts eingefügt wird, und sie soll die neue oder alte Wurzel, je nachdem, zurückliefern, wenn etwas eingefügt worden ist. Ja, die alte Wurzel, wenn sich die Wurzel nicht geändert hat, ist die alte Wurzel gleich der neuen Wurzel, und wenn sich die Wurzel geändert hat, dann sollen sie die neue Wurzel zurückliefern. Der Fall, dass sich die Wurzel ändert, ist genau der Fall, dass die Wurzel vorher 0 war. Dann fügen wir das ein, liefern die neue Wurzel zurück. Passt. So. Wenn also die Wurzel nicht leer ist, dann liefern wir zurück in wenn wir das Element gefunden haben, dann liefern wir 0 zurück. Wenn wir in dieser Situation sind, dass wir nach links schauen, aber links ist nichts mehr, dann wissen wir, dass kein Duplikat von dem zu einzufügenden Element drin ist. Denn das müsste genau an der Stelle root.left irgendwo im Teilbaum drin sein, aber dieser Teilbaum ist leer. Also wissen wir, dass wir dann korrekterweise ein Element einfügen und liefern die Wurzel zurück, weil die Wurzel zurückgeliefert werden soll. Und hier der Fall, der rekursive Fall, wenn wir nach links schauen und die linke Seite ist, der linke Teilbaum ist nicht leer, dann bekommen wir entweder 0 heraus oder die Wurzel dieses linken Teilbaums, also etwas, was ungleich 0 ist. Und wenn wir 0 rauskriegen, geben wir selber 0 raus, weil die Information ja eben ist, dass nichts eingefügt worden ist. Und wenn wir etwas eingefügt haben, müssen wir laut Spezifikation die Wurzel zurückgeben. Und hier ist die Situation genauso, bloß genau umgedreht. Mal ein kleiner Check. Es gibt nirgendwo etwas, wo es nicht korrekt war, einfach left durch right zu ersetzen. Alles korrekt, alles spiegelsymmetrisch. Damit bin ich der Meinung, dass dieser Code genauso richtig ist, korrekt ist und würde ihn genauso dann entsprechend abgeben als Klausur auf dem Klausurblatt. So, ich hoffe, ich habe Ihnen dann noch ein bisschen Futter geben können für Überlegungen, wie Sie an die Aufgaben 4 und 5 in der Klausur rangehen können. Auch als Ausgangspunkt für Fragen, die Sie dazu haben, die Sie im Forum stellen können. Auch als Hilfe, um mit dem Java-Übungsblatt herumzuhantieren. Wir stehen Ihnen gerne mit Rat und Tat zur Seite. Sie können aber nicht damit rechnen, wenn Sie am 19. September abends anfangen, komplexe oder grundlegende Fragen zu stellen,
dass wir Ihnen dann noch viel helfen können für die Klausur dann am Tag danach. Also es bietet sich immer an, frühzeitig an die Sachen ranzugehen, je nachdem, was Sie sonst noch so für Klausuren haben, beziehungsweise für manche von Ihnen mag es vielleicht sogar notwendig sein, sich damit schon in puncto Praxistestate auseinanderzusetzen, was ja dann deutlich früher ist. So, dann bin ich mit diesem Thema durch, mit dieser Vorlesung insgesamt durch und möchte mich bei Ihnen bedanken, dass Sie mir sozusagen, wenn Sie so wollen, die Treue gehalten haben. Und wir haben uns sehr angestrengt, Ihnen alles Mögliche an Material zu liefern, was Sie gebrauchen könnten. Ich möchte nochmal bei der Gelegenheit, bei dieser letzten mündlichen Gelegenheit, auf die Moodle-Umfrage hinweisen. Wir würden es sehr zu schätzen wissen, wenn Sie daran noch nicht teilgenommen haben, dass Sie dann daran teilnehmen, weil wir an Informationen von allen von Ihnen interessiert sind. Ansonsten möchte ich damit die Vorlesungsreihe AOD im Sommersemester 16 hiermit schließen und Ihnen eine schöne Zeit wünschen, die hoffentlich eine ausreichend angenehme Balance mit sich bringt zwischen Klausurvorbereitung, Klausurstress und Freizeit oder sonstigen Aktivitäten. Und dann sieht man sich spätestens am 20. September wieder. Und das sollte jetzt keine Drohung sein. Bis dann.